Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nether. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch meine letzte Folge geguckt habt, obwohl sie katastrophal war. Ja, kommt mir auch mal mir vor. Okay, ja, was soll's. Wir versuchen jetzt trotzdem mal wieder ordentlich was zu schaffen hier bei Nether. Gehe ich direkt mal auf den Server. Man findet schon kaum leere Server mehr, auch morgens nicht. Aber wir haben jetzt 13.27 Uhr, sprich nicht morgens. Aber ich gehe direkt in eine U-Bahn und finde Nahrung. Dabei haben wir jetzt nichts. Doch, haben wir. Bisschen Pistolenteile. Das hatte ich noch genau. Ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Und die wollen wir uns natürlich auch zusammenbauen lassen. Ah, hier ist ja wieder alles leer. Wo bin ich denn genau? Okay. St. Williams können wir mal einen kleinen Schwenker rüber machen. Wir sind 20 Spieler auf dem Server. Mal gucken, ob ich es heute mal schaffe, etwas zu überleben. Die Kirche. Oh, und ich laufe ganz offen über die Straße. Viel zu verlieren habe ich ja nicht, aber die Waffenteile wären mir eigentlich schon wertvoll. Aber ich bin ja auch vorsichtig. Hab mal wieder einen Kommentar bekommen, dass ich zu sichtbar rumlaufe, aber liebe Leute, ich mache das ja auch alles ein bisschen Unterhaltungsgründe. Der Pro-Gamer bin ich ja definitiv nicht, das könnt ihr ja bestätigen. Ich mache das ja eigentlich nur zum Spaß. Aber ich versuche es trotzdem gut zu spielen, definitiv, ne? Aber das ist einfach manchmal ein bisschen schwer. Ich guck mal da oben. Weil es gibt ja auch viele andere Spieler, die es voll drauf haben. Mich dann killen. Wenn ich mal wieder nur rumschwatze und Blödsinn mache. Oh gut. Mal kurz aufs Dach geguckt, aber ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Nein. Wie immer, nein. Wir haben immer eine Dose Essen schon. Das ist ja schon mal etwas. Oh, da latschen Golem. Direkt vor der Kirche. Und es ist schönster Sonnenschein. Im Real Life ist draußen richtiges Kackwetter. Perfektes Zockerwetter also. Es stürmt und es regnet bei mir. Meine Frau bin ich auch losgeworden. Alles optimal heute. Also kann es nur eine gute Folge werden. Ich kann nur Glück haben. Und brauche noch ein paar Waffenteilchen. Und dann werde ich diese vermaledeite Pistole endlich herstellen. Die ich ja schon mal hergestellt habe. Aber leider wurde sie weggepatcht. Gehen wir in den Markt rein. Wir sind ja direkt hinter dem gerade. Passt natürlich auf, dass ich hier nicht erwischt werde beim Rumlungern. Wow. Wow, gar nichts. Was da in unser Konto stand? $188. Ja, der minimiert sich ja, weil ich ja ständig sterbe. Einen kurzen Halt. Mal gucken, ob sich was bewegt. Weil die Kirche ist schon ein gern besuchter Ort gewesen, immer schon. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Ach nee, es war nur Licht. Da wackelt hinten was. Ein Netherkopf. Und anders kommt man ja nicht zu den Autos. Man muss ja dahin laufen. Aber ich will es versuchen, heute ein anständiges Spiel hinzulegen. Und hier wurde wahrscheinlich gerade frisch gelootet. Ist ja alles weg. Und dann gibt es ja jetzt noch Players Nether. Also habe ich ein Video gesehen, wie man als Nether spielt, so als Crawler. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das wird. Und was das überhaupt soll. Man kann dann in eine Gruppe als... Also man kann in eine Gruppe Nether haben, der richtig flink unterwegs ist. Das Video war sehr interessant. Da ist das Golem. Ich habe aber keinen Loot. Ich laufe hier wahrscheinlich in den Tod wieder mal. Kann ich doch gar nicht. Oh nein. Doch, Waffenteile, Gott sei Dank. Und eine Rauchgranate nehme ich einfach mal mit. Kann man verticken.
So, was haben wir da? Ein Schalldämpfer, den habe ich aber schon mal gefunden. Ich habe mein Lager auch schon rappelvoll. Das ist nicht ganz so gut. Man findet schon viele Teile, sage ich, aber das Lagerhaus ist halt zu klein. Aber das muss ich gleich sowieso nochmal genau inspizieren. So, ein Golem. Zappelkopf. Ich gehe mal ein bisschen durchs Gebüsch. Die Richtung haben wir Riverside. Da kann man auch Netherteile eintauschen. Da sammle ich erstmal ein paar. Weil die verlieren auch Netherteile. Irgendwie sieht der anders aus. Da liegt schon der Nagel. Upsa. Tumor. Ich höre doch einen. Zappelt da rum. Oh, er ist geboren. Oh, und er ist unsterblich. Nee, doch nicht. Kein guter Ort eigentlich, um zu sammeln. Aufgrund von anderen Spielern. Ich werde einfach mal Richtung Safe Zone gehen und gucken, ob ich irgendwas erwirtschaften kann, schon an Waffen. Und den nehme ich noch mit. Arme Seele. Utsch. Alles im Gesicht bekommen. Wo ist er? Ich höre ihn ja leiden. Das Golem ist weg. Wo ist es hin? Ein Reaper. Ja, den kann man killen. Da kann man die Reaper-Kralle sich schnappen und dafür ein Scharfschützengewehr sich holen. Das mit dem Schalldämpfer. Das ist richtig gut. Da haben wir schon die Safe Zone. Oh, hier bin ich damals lang gelaufen. Mein Nether-Event. Was ich auch wieder in Kürze plan. Da möchte ich noch ein bisschen was versuchen, sag ich mal. Aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Aber ihr könnt ja jetzt schon mal sagen, wer mitmachen möchte. Dann habe ich mal eine Anzahl, weil ich mache das ja immer blind sozusagen. Aber eine Anzahl von Spielern, die würde ich gerne mal wissen vorher, wie viele auf jeden Fall teilnehmen wollen. Und dann wollte ich mal was probieren. Oh, das war eine Zeitung. Haben wir erschrocken. Sieht cool aus, oder? Aber hier sollte ich nicht so lange rum. Eiern. Ich muss einmal reingucken. Ich muss es tun. Okay, völlig umsonst runtergegangen. Die schönen Sonnenstrahlen. Und hab ein Gas in die Safe Zone. So, da bin ich schon mal auf jeden Fall safe. Da gehe ich mal hin zu dem Metzger hin. So nenne ich ihn einfach mal jetzt. Aber erstmal bunker ich die Sachen. Habe ich gerade nicht so wirklich einen Überblick, was ich alles besitze. Das ist schon mal gut, das kann ich verkaufen. Ich muss jetzt schnell meine Tür zu machen. Unten wird es laut. Meine Frau ist immer noch da. Hör ich gerade. So. Nichts gegen meine Frau, aber die ist laut. Handgriff, Handgriff. Gut. Das ist es, was ich brauche hier. Eine Dose, einmal das und einen so einen Pistolenhandgriff. Und damit kann ich tatsächlich. Guck ich mal, ob ich gleich eine Knarre craften kann, weil mehr hat eine Pistole eigentlich nicht. Netherblut. Das kann man leider nicht stacken. Finde ich ein bisschen kacke immer noch so. Ich nehme das einfach mal alles mit. Ich verkaufe die mal gucken, wo die wert ist. Kann man nicht verkaufen. Schade. Das tausche ich ein. Okay, das Essen, das brauche ich im Augenblick noch nicht. Wir finden bestimmt noch was, das ist ganz gut, dass man sowas auf Lager hat, wie zum Beispiel dieses Päckchen hier.
Energy ist immer gut. Was haben wir hier noch? Einen Grim Reaper, den tausche ich mal aus gegen das Messer. Was ich natürlich verkaufen werde. Und eintausche gegen den Schalldämpfer. Na, 10 XP haben oder nicht haben. Und unsere Dollars werden mehr. Bisschen stacken. Und dann ab zum Metzger. Und dann hole ich mir wieder eine Waffe, die ich dann wieder verlieren darf. Hervorragend, oder? Na, die Kante vergessen. Wasser craften, herrlich. Pillen. Munition, die nehme ich lieber. Gibt auch 50 XP. Wie viel werde ich wohl bekommen? Schön eingetauscht, oh, das ist auch nicht schlecht. Sehe ich, hier kriege ich eine Knarre. Und eine Crew für... Ah, das ist die Reaper-Kralle. Den muss ich natürlich den Reaper killen. Das war es doch schon. Wie viel Schuss habe ich bekommen? 24. Nicht schlecht, finde ich gut. Hallöchen. 13 Lucky 8. Und das war's auch schon. Hm. Pistole finden. Haben wir wenigstens Munition schon mal dafür. Wir müssen ja zu großen Safe. Ich hoffe, die ist diesmal safe. Oh, da muss ich auch passen, da finde ich durch. Hier wird schon mal geschossen. Nein, nein. Pistole craften war nicht drin. Wahrscheinlich nur in den großen Safe. Deswegen lassen wir das erstmal hier, das Zeugs. Die Munition nehme ich mit und den ganzen Kram auch. Der ist jetzt mir persönlich nicht viel wert. Drop. Kann man auch noch stacken. Weil wir haben leider keine Platz mehr in die Inventar. Ihr seht's. Es ist schon rappelvoll, mein Gesicht ist im Weg. Das macht die Sache auch nicht besser. Im Store kann man auch noch Kram kaufen, ja, logisch. Brauche ich aber jetzt nichts von. Was haben wir hier? Lucky 8. 13 Lucky 8. Der mich jetzt verfolgen wird. Irgendwie im Urin. Scheiße, wo bin ich jetzt reingesprungen? Und schöne Protected Zeit. Geht flöten. Ja, doch nicht. Oh, da hinten ist ein Paket. Vielleicht muss das sogar zur LZO. Das wäre ganz perfekt. Höp. Nein, aber im MTO ist er auch da um die Ecke. Hahaha. Ich lache den lieber nicht aus. Er hat Katana, ne? Oh, die haben beide Katana. Jetzt habe ich Angst. Geh lieber hinten rum. Jetzt los, bin schon wieder in der Safe. Interessant. Haben wir hier noch was? Oh, hier ist noch ein Päckchen. Geil. Warum bin ich denn hier safe? Ist hier noch was? Wisst ihr da mehr als ich? Und da hat sich gerade ein Nether geportet, das habe ich gesehen. Wertvolle Pistolenmunition ist dabei. 24 Schuss. Lauf dann einfach an der Levelgrenze, an der Map-Grenze lang. Seht ihr hier unten?
durch die LZO Richtung Museum Outpost, mache ein paar Dollar und hoffe, dass ich noch ein paar Waffenteile finde und eine Waffe mir craften kann. Ich kann ja schon die Dosenpistole herstellen, aber dazu muss ich erstmal zu großen Safezone kommen und hoffen, dass die mal in einer Aufnahme auch mal safe ist. Weil das ist ja immer nicht der Fall. Habe ich immer Pech. So, hier war gerade irgendwas mit dem Nessa, muss ich aufpassen, nicht, dass ein Spieler rumlungert. Also eins ist garantiert sicher. Wenn Nessa mal eigene Server anbietet, werde ich auf jeden Fall anmieten. Und euch natürlich darauf zocken lassen, wie verrückt. Ich bin jetzt in dem Gebäude, was zu ist, ne? Ja. Ich hätte mal einen Gleiter holen sollen, ich Trottel. Ich werde nicht wieder von hinten angegriffen. War ziemlich fies. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch? Weil ich habe schon so viel aufgenommen. Ah, jetzt ist es leer. Voll. Leer. Und da könnte ich dann noch so eine Dosenpistole herstellen. Sauber. Sauber und nochmal sauber. Da kann ich zwei bauen. Das machen wir gleich alles. Wird die Folge halt auch wieder ein bisschen länger. Aber ich versuche heute echt mal nicht zu sterben. Habe ich denn schon einen Skillpunkt bekommen? Level 2. Ja. Habe ich ganz vergessen wieder. Mein neuer Lieblingsskill. Blocken. So, diese Richtung muss ich gehen. Ist alles noch ganz schön weit, wenn man das so sieht auf der Karte. Rendere ich gleich wieder 2000 Stunden im Video. Aber das ist es mir heute wert. Ist nix. Ich darf noch nicht ins Nether Search reingehen. Das ist mir schon mal passiert. Und dann hatte ich den Salat. Verfolgt. Oh, hier war ich auch schon mal. Ich mal oben gucken. Ja, aber da war nur eine Stacheldrahtwand, glaube ich. Da unten, den Stacheldraht meinte ich, ja. Und sonst wieder mal nix. Timmy geht immer leer aus. Bam. So, einmal schnell gucken, vorsichtig. Der neue Markt. Aber da will ich jetzt nicht hin. Komm ich denn hier rein? Im Umbau, ist geschlossen. Unsere super Rauchgranate dabei. Gott sei Dank. Würden wir ohne der bloß jetzt tun. Kann ich nur eins sagen. 5 drücken und mal ganz unauffällig eine Rauchgranate werfen. Ich verstehe den Sinn dieser Granate nicht wirklich. Also, dass die raucht und man schlechter sehen soll, verstehe ich schon. Aber in einem Spiel, wo man eigentlich heimlich rumlaufen soll, man könnte ja einen anderen Spieler täuschen und sich dann verdrücken. Aber bis dann man das alles geschafft hat, ist man sowieso schon tot. So, ich glaube, ich bewege mich genau für zu genau. Oh, da ist die Nessa. Ja, die ist weit weg. Keine Sorge. Wer es nicht weiß, und der Nessa Search, oder wie es heißt, ist so ein Punkt, da kann man, wenn man da einen Schuss abgibt, kommen unendlich viele Nessa. Also, da spawnen richtig viele Nessa-Viecher. Und man könnte ja theoretisch gesehen, wenn man viel Munition hat, sehr, sehr gut leveln. Aber weil es wirklich richtig viele sind, lohnt sich das alleine auf keinen Fall. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und, ja, man kommt den Nessern so schlecht davon.
Auftrag ist mir zu riskant. Ich will Geld verdienen. Außerdem haben wir eh die Taschen voll mit Kram. Hier ist eine sehr schöne Stelle gewesen früher. Für Loot. Da oben gab es oft Medizin. Ich gehe da einmal rüber. Aber ich vermute, hier ist alles weg. Ich bin sonst lang gelaufen, verdammt. Der Reaper survived. Hat sich keiner die Kralle geholt? Und, ist ein bisschen sehr tief, aber klappt noch. Ab durchs Haus. Sicherer als an der Straße rumzulaufen. Der rennt auch mit Hackengas hier durch. Er lootet mir alles weg. Der Lump. Ich sehe da hinten Loot. Dann soll er mal da ruhig sich austoben. Da ist wohl eine Flasche Wasser oder so. Super, schon wieder die Dose. Davon kann ich jetzt genug bauen. Hä, wo ist denn das jetzt hingegangen noch? Und noch eine Dose. So, von da erwarte ich gleich eigentlich den Spieler. Deswegen gehe ich mal den ein bisschen aus dem Weg. Über die Straße gleich rechts Richtung LZO. Ich hoffe, die ist offen. Zur Not haben wir dann noch, Museum Outpost, da leuchtet sie schon, da haben wir ja auch ein Päckchen dabei. Discord Mission. Hackengas, Hackengas. Eigentlich die ganzen Nether hin wieder. Ich darf das nicht sagen. Dann sind sie nämlich sofort da. So, ich bin mal ein bisschen wahnsinnig. Nutze den Haupteingang. Ich hoffe, dass das kein Nebel ist. Also kein Smoke Grenade Nebel. Sie versuchen so ein bisschen gedeckt sich der Safe Zone zu nähern, weil es gibt ja sehr viele, die kommen gerne rausgerannt. Und sie sehen, dass da einer auf der Safe Court zukommt. Und killen dann, aber die sind ja jetzt auch protected, dann hat man ein bisschen Glück. Boah, ist die hell. Was sind das überhaupt da oben? So, wir hatten den anderen Spieler jetzt irgendwo im Rücken, aber ich gebe Gas. Zappel ein bisschen rum. Aber dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Ja, safe zone ist sogar safe. Ich bin ganz begeistert. Wow. Man kann es auf Karte eigentlich lesen, ob das safe ist oder nicht. Und dann wird jetzt erstmal eine Knarre gebastelt. Erstmal wird gehandelt. Das soll eine MTO wahrscheinlich. Wind Trailer in the Museum, ja. MTO. Deliver the package. Red Trailer in the Lakes. Ah klar, Red, da ist ein See fürs Rotes.
Bitteschön und Dankeschön. Beenden Sie uns bald wieder. Weiter geht's jetzt mal zum Händler. Da hole ich mir dann... Wie das so ist. Mit den Tribes, da müssen wir mal... ja, da möchte ich das mal gerne wissen, wie ihr das so macht. Und welche Tribe ihr angehört oder wie das überhaupt funktioniert. Und ob das überhaupt schon funktioniert, bin da... Ich glaube, da geht gar nichts. Okay, wir brauchen jetzt noch... Oh, das habe ich gefunden. Das ist auch selten. Nimm mir jetzt einfach mal ein paar Teile mit. Damit reicht ja schon... Damit kann ich ja schon die Dose herstellen. Das hier. Dann kann ich zwei gleich herstellen. Quatsch, mit Soße mache ich denn da? Dann brauche ich noch einen Handgriff. Und dann stacke ich mir den Kram mal neu. Das geht gar nicht. Das kann man gar nicht stacken, Waffenteile. Jetzt bin ich entsetzt. Macht aber nichts. Wir gehen uns mal... ja, habe ich vielleicht schon eine andere Waffe zum... Da muss ich erstmal gucken. Was habe ich hier drin, damit ich mir merken kann? Pistolenlauf. Pistole zusammenbauen, genau. Wollte ich hier auch. Rüstenmechanismus. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Dann noch ein Handgriff. Und das soll es dann auch sein. Auf zur Safe Zone. Ach, zur Safe Zone. Auf zum Waffenhändler. Kurz auf die Map gucken, was. Die Escort ist noch da oben, ja. Mir egal. Zum Waffencrafter. Augenklappentyp. Sauberst, oder? Craft. Oh, nicht, dass ich es auf den Boden werf. Ne, hat er sofort ausgerüstet. Geil. Craft. Craft. Schönst, schönst. Jetzt brauchen wir noch Essen. Jetzt werde ich einfach was bunkern davon, auf jeden Fall. Schätzt, die wird sich anhören, genau wie, oh, er hat einen Sniper. So ein glücklicher. Ellie. So, ich brauche nicht bis da ganz hinrennen. Pistole, tue ich mich mal mit ausrüsten, da wir ja Munition dafür haben. Die eine tue ich sicherheitshalber mal wegstecken. Und sonst sind wir jetzt eigentlich ganz gut ausgerüstet. Das tue ich auch mal weg. Sicherheitsgründen. So, Waffe verstecken. Und dann geht's noch zum Museum Outpost. Dort werde ich dann noch das Paketchen verkaufen. Und dann war es für heute schon. Ich hoffe, ich finde mal ein bisschen Schrotmunition. Oder kann man die vielleicht kaufen? Kann ich die Waffe echt mal testen? Ein bisschen Gold. Habe ich ja jetzt Geld, habe ich ja gesammelt. Store. Ich kann es nicht sehen, wie mein Gesicht. 250, 32 Stück. Soll ich das wagen? Ich werde es eh nie finden. Oh, mein schönes Gold. Aber ich werde jetzt Neues verdienen. Und dann interessiert mich natürlich auch, wie lädt er die? Diese Waffe. Aha. Ein Schuss? Du Kacke, nee. Logisch, wo sollen noch ganze Magazine her rein da? Wow. Werden wir gleich austesten mit dem Gerät, aber die Pistole ist mir gerade erst sicherer. Mit 19 Schuss drin. Falsch rumgelaufen, wie immer. Auf Richtung MTO. Da machen wir heute, glaube ich, ein bisschen besser als sonst. Wenn ich es überlebe. Wie gesagt, ich gehe gerne durch Gebäude. Da fühlt man sich ein bisschen sicherer einfach. Exciting safe.
Testobjekt. Einmal Krach machen. Bin Let's Player und ich muss natürlich Sachen testen. Kein Fadenkreuz, kein gar nichts zum Zielen. Ich hoffe, ich schieße nicht daneben. Wo ist er hin? Selber nachladen. Ja. Ist ja wenigstens nicht umsonst gestorben. Ich nehme ganz schnell die Pistole. Beeilen. Ich habe ja Krach gemacht. So. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Ich fand es jetzt sehr interessant, mal auszutesten. Essen wäre ganz praktisch, ne? Sehe ich gerade. Ah, ist echt nur eine Notlösung, die Pistole. Also diese Dosenpistole, meine ich. Da hängt er fest. Ach, mein Handy, ja, mir erschrocken. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, bleibt mir doch. Wiedersehen. Blindfisch. Ah, mir erschrocken ist eben mein Handy. So, wie weit bin ich weg? Nicht mehr weit. Klar, ich habe was verkauft. Scheiße. Hä? Wenn ich geschlagen habe. Oh Mann. Das sind gerade schlechte Augen. Spieler, ich sehe ihn. Und der zieht Nether an. Okay, der hat eine Knarre. Der hat schon mehr Munition als ich. Er ballert rum. Verdrücken uns weit weg von ihm. Muss ja nicht andere töten. Ist ja keine Pflicht hier im Spiel. Da haben wir auch schon den Museums-Outpost. Zwischen den Autos. Ich kann sich ernsthaft, was von da kommt. Bitte nicht so kurz vorm Ziel. Aber ich kann mich ja verteidigen. Bin ja nicht wehrlos. Wer hat denn so geparkt? Lauf! Yeah, Baby. Wir haben es geschafft. Ich bin bei 34 Minuten Aufnahme. Jemine. Ich habe zum Green Trailer. Gut. Da ist der Green Trailer definitiv. Boah. Dann level ich gerade nochmal ein bisschen. Und die schmeißen sich da auch Sachen um die Ohren. Und ja, da sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare. Bis dann.